Wunderschön. Sieht aus wie so eine. Ah ah. Ah ah. Ah ah. Da ist eine Tür aufgegangen. Ich will nicht rausgehen. Ich will. Und dein herzliches Willkommen. Schnell, ganz schnell ein bisschen lauter machen. So. Und ein herzliches Willkommen, meine lieben Freunde, zum dritten Part von Rise of Insanity. Vielen Dank, dass ihr wieder da seid. Ich hoffe, ihr guckt euch das Video mit mir in der Nacht an. Naja, ich guck's mir nicht an, ich spiele ja das Ganze. Ich muss ja das über mich ergehen lassen. Haben wir das schon gelesen hier? Ja, das haben wir schon gelesen, das letzte Mal. Genau, und wie gesagt, vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und danke für die positive Bewertung natürlich. Ey, über 60 Likes, über, keine Ahnung, wie viele Aufrufe sind schon, 160 Aufrufe oder so. Finde ich mega, mega geil. Motiviert mich wirklich. Das letzte Mal sind wir stehen geblieben, dass wir den Keller angeguckt haben. Und nun bleibt nur noch der Raum der Finsternis übrig. Genau, oder der Raum der Schatten. Keine Ahnung. Das letzte Mal war ja schon recht krass gewesen. Ich hoffe, dass dieser Teil das nicht versucht zu toppen. Ich nehme alles zurück. Da hinten sitzt einer, oder? Ja. Jo, Chef, du solltest... Du solltest weniger rauchen, wollte ich gerade sagen. Ich habe ja auch nichts Besseres zu tun um die Uhrzeit. Sehr ruhiger Start, müsste ich sagen. Sind wir gestorben? Tatsache. Das hätte nicht passieren dürfen. Der ist nach rechts und dann kommt er jetzt. Dürfen wir da vielleicht nicht rein? Nochmal. Ein Moment. Ah, wir haben ja etwas da stehen. Ein Licht in der Dunkelheit, das die Dunkelheit noch nicht überwunden hat. Müssen wir vielleicht eine Kerze mitnehmen oder sowas? Ein Licht in der Dunkelheit, was die Dunkelheit noch nicht überwunden hat. Wir haben aber nichts. Da geht's in den Keller nur wieder runter. Ich nehme nicht an, dass wir hier so... Haben wir den gelesen? Nee, ich glaube nicht, gell? Sehr geehrte Frau... Ah doch, das ist das vom Gärtner. Vom Edward. Der Gärtner. Anstatt der Rodriguez. Also wir gehen nochmal rein. Warte, wo ist Licht? Wir kommen nicht mehr raus. Okay, okay. Es passiert nichts, wenn wir hier hinten bleiben. Ein Licht in der Dunkelheit, das die Dunkelheit noch nicht überwunden hat. Wir bleiben mal am Rand. Nein, das bringt nichts. Verdammt, was müssen wir denn machen? Warte, vielleicht finden wir hier was im Kinderzimmer, genau. Was haben wir denn hier alles? Na, das Schwert können wir wahrscheinlich nicht mitnehmen. Die Zeichnung haben wir schon gesehen. Ja, ich glaube kaum, dass die hier Kerzen und Streichhölzer im Kinderzimmer haben. Dann wäre die Der Aufsichtspflicht wäre da nicht nachgekommen. Das wollte ich jetzt gerade sagen. Okay, okay, okay. Wir kommen nicht hier rein. Ein Licht in der Dunkelheit, das die Dunkelheit noch nicht überwunden hat. Das ist hier immer so ein Rätsel. Warte, wir gehen nochmal in den Keller. Ne, das haben wir aber alles schon ge... Ah, warte mal. Ah, logisch. Ich weiß, was los ist. Wir haben ja das letzte Mal diese Sicherung aus dem Keller geholt. Das... Ah. Jetzt müssen wir das gerade nochmal machen, weil wir gestorben sind wahrscheinlich. Genau. Wir müssen die Sicherung holen. Hier. Jetzt müssen wir da nochmal das Gas abdrehen oder was auch immer. Die zeigen nach außen und die zeigen nach innen. Ach, das war schon richtig. So. Passt. Passt.
Es kann nur wunderbar werden. Okay, jetzt nochmal probieren. Jetzt müssen wir am Sicherungskosten umfuschen. Aha. Jetzt haben wir hier... Die Kerze können wir nicht mitnehmen, ne? Ich glaube, das sollte schon reichen. Vielleicht ist das Zimmer jetzt beleuchtet. Ah, sehr gut. Scheint wohl Blutmond zu sein, wenn hier so rotes Licht reinkommt. Können wir hier noch irgendwas erforschen? Nicht, ne? Ich weiß halt immer noch nicht, was haben wir hier? Patient Edward 41. Taking some pieces of advice from my friend Abraham, I established that Eddie suffers from a very mild split personality disorder. The other personality hasn't shown yet and hasn't taken him under control. There are only problems with memory and mild tics. I have to think about the kind of therapy I will apply. Gespaltene Persönlichkeit. Das ist jetzt ein bisschen gruseliger, finde ich. Die Musik hat aufgehört. Ah, da fängt sie wieder an. Gut. Telefon. Ich komme. Ich komme, ich komme, ich komme. Oh nö, wir sind wieder hier in der Leichenhalle. Was ist das denn? Nicht mal ein Kind kann so hässlich zeichnen. Scheiße. Ich hoffe einfach mal, dass das Kind da eine sehr blühende Fantasie hatte. Daddy, I'm lost. It was so sad. I lost my figurines. Please find them for me. Wir sollen die Spielfiguren finden. Nö, du, mach das mal selber. Ja, wenigstens ist es jetzt gut beleuchtet, ne? Das bleibt nicht so. Da ist irgendwas drin. What the f... Was geht denn hier ab? Das ist eine Spielfigur, oder? Eine von den Dingern. Wunderschön. Sieht aus wie so eine... Da ist eine Tür aufgegangen. Ich will nicht rausgehen. Ich will nicht rausgehen. Mann, es ist viel zu ruhig. Ich könnte auch die Augen zumachen und einfach durchlaufen. Da passiert jetzt gleich was. Ich hör's, ich fühl's. Kann man da reingucken? Nee. Ey Leute, Entschuldigung, dass ich so ruhig bin, aber das packt mich gerade mega.
Vogelkopf oder von einem Rabe oder von einer Krähe. Hier haben wir das nächste Bild. Am Anfang war das Ganze noch lustig gewesen. Das finde ich jetzt nicht mehr lustig, langsam. Von die Musik war ja mal total unnötig. Könnte ich auch einfach reinrennen in den Aufzug? Ist es damit auch getan? Ich würde gerne rennen, aber ich habe Angst, dass jetzt gleich irgendwie ein Jumpscare kommt oder irgend sowas. Wir machen mal zu lieber, ne? Alles gut? Das schaffen wir schon. Das letzte Mal, als wir aus dem Aufzug rausgegangen, gab es so einen Knall. Es hat sich aber verändert seit dem letzten Mal. Das letzte Mal war das hier kaputt, der Aufzug. Was ist denn das für ein Lärm hier? Es scheint auch wieder alles aufgeräumt zu sein. Guck mal, die Zahlen sind auch weg. Was haben wir hier? Frau erleidet 30 Messerstiche, 2 Tage später wurde das Kind im Schlaf erdrosselt. Okay, mehr steht da nicht. Sind aber auch nur negative Nachrichten. Es könnte auch mal stehen, Frau hat Herzinfarkt überlebt. Schauen wir uns gleich an, was da steht. Oder was da gesagt wird. Lieber Steven, durch die Analyse deiner vorherigen Briefe und Beobachtungen glaube ich, dass das Problem mit verschmiert, zusammenhängt. Bitte denke noch einmal darüber nach. Ich mache mir Sorgen um dich und deine Familie. Wenn ich aus zurückkomme, besuche ich euch und wir können uns unterhalten. Abraham, PS, schick deiner Frau und dem Kind irgendwo hin. Stell sicher, dass sie in Sicherheit sind. Ah, schick dein Kind, deine Frau und dein Kind irgendwo hin. Patient Eddie, 41. Day. Having acquainted with the traumatic Eddie's past life, violence in the family, and pathology, I've decided that I will use a less invasive method of treatment. We can handle without hypnosis. The confrontation with the past and dreams, connected with some mild anxiolytics, should be enough. I think that finishing the dream, so killing the wife and child can join his split cells. All we need to do is wait and observe. Da hat irgendwas rumgequietscht. Ah. Ich nehme an, dass das auf die Seite gefahren worden ist. Ich weiß nicht, ob ich da runter will. Ich will erstmal gucken, ob da der Raum auch noch was, ob der offen ist. Nee, ist er nicht. Da müffelt immer noch die Leiche vor sich hin. Die hat der Jerry anscheinend immer noch nicht weggeräumt. Ich mag es nicht, wenn die Musik aufhört. Hört sich an, als hätten wir Frauenschuhe an. So hochhackige Schuhe oder so. Das ist mir zu ruhig. Das ist mir viel zu ruhig. Hallo? Hallo? Scheiße. Scheiße, scheiße, scheiße. Wenn das so lange ruhig ist, kann das ja nur noch scheiße kommen. Tut mir leid, dass ich so oft scheiße sage. Breaking news. As the investigation has shown, the police have established that the brutal murder of the family of the famous doctor of psychology was caused by the local gardener, Edward S. Also Edward war anscheinend der Mörder. Der Familie.
Die Frau, wo mit 30 Messerstichen gefunden worden ist. Nicht identifizierbar. Haben wir hier noch was zu holen? Da. Die nächste Figur. Gut, das letzte Mal ist ja nichts passiert, wo die Musik kam. Ich hoffe, das ist jetzt diesmal wieder so. Wir gehen am besten nach draußen, aber ich glaube nicht, dass die Tür offen sein wird. Da geht's nicht rein. Da geht's rein. Ins Bad. Scheiße. Oh, erschreck mich nicht so, ey. Wieso will ich nicht hier hin? Das sieht aus, als wären hier überall Blutreste drin in dem Waschbecken. Guck mal, der Boden, der spiegelt sich. Vielleicht kann man reingucken so ein bisschen. Ich weiß nicht, ob ich das aufmachen will. Geht nicht auf. Oh Mann. Da liegt was. Wieder eine Gummiente. Ein vollgeschissenes WC. Och Mann. Die nächste Figur. Okay, jetzt haben wir... Jetzt haben wir dann gleich alles. Der ist noch nicht offen. Wehe, dahinter kommt jetzt irgendwas. Ja, die schönste Figur. Raus hier. Raus hier, raus hier, raus hier. Halt. Geht nicht auf. Was war das? Tschüss. Das Licht geht langsam aus, der Weg ist versperrt. Okay, vielleicht müssen wir da lang. Geht nicht, nee. Wo müssen wir lang, wo müssen wir lang, wo müssen wir lang? Okay, hier lang. Auch nicht. Okay. What the fuck? Wir sind im Rollstuhl. Das ist wie damals, wo wir mit dem Vogel geflogen sind, aber diesmal kann ich nicht lenken. Oha. Gott, ist das strange. What the fuck? Ja, wir sind angekommen. Das scheint das richtige Zimmer zu sein. Jetzt sind wir wieder am Fliegen. Nein! Ich sehe gerade gar nichts. Also wirklich gar nichts. Was haben wir hier? Eine Taschenlampe. Oh, ich weiß noch, was das letzte Mal passiert ist, als wir hier waren. Im Garten. Okay, wir gehen da lang. What? The fuck? Das scheint nicht richtig gewesen zu sein. Habt ihr das gerade gesehen? Warte, ihr guckt euch das nochmal an. Okay, wir gehen da weg. Wo ist denn der Weg hin? Ach, hier. Hä? Ach so.
Das heißt, wir müssen wieder da hinten hin, wo das letzte Mal der das Grab ausgehoben hat. Über die Brücke. Wo ich mich so schlimm erschreckt habe. Halt. An das Haus kann ich mich gar nicht erinnern, das letzte Mal. Haben wir das echt übersehen? Dieser Schuppen? Der hatte so eine... Ich glaube, in der... früher hatte man diese Masken angehabt bei der Pest, wenn mich nicht alles täuscht. Manchmal leide ich schrecklich, weil ich mich selbst zurückhalten muss. Wenn ich dich mit einem so schönen Messer sehe, wenn du das Abendessen machst, dann stelle ich mir vor, wie du und ich in einer Umarmung mit kaltem Stahl in deinem Eingeweiden. Dann schaue ich in deinen wunderschönen Augen voller Tränen, aus denen das Leben langsam verschwindet. Dann träume ich deinen schwindenden Lippen. Dann träume ich deine schwindenden Lippen den letzten Kuss zu geben, Eddie. Richtig schön. Was haben wir hier? Klebeband. Wofür brauchen wir Klebeband? Wir schaffen das. Ich hab gewusst, dass das wieder hier passiert. Genau das hatten wir gesehen das letzte Mal. Okay, wir haben Klebeband. Vielleicht können wir jetzt zurück. Also ich gehe mal davon aus, wir können jetzt zurück. Aber was soll mir das denn bringen, das Klebeband? Ich probiere es jetzt nochmal. Nee, das war falsch. Oder? Ja, das war falsch. Warte, wir müssen es nochmal holen, das Klebeband. Wir müssen damit irgendwas reparieren. Das haben wir gesehen. Achtung. Ja. Bei dem Auto da hinten konnte man ja ein bisschen Weg abseits gehen. Vielleicht ist das der Tipp. Kann das sein? Hier, links. Was haben wir hier? Da haben wir noch eine Gummiente. Oh, ich kann mir vorstellen, wofür das Klebeband ist. Aber warte, vielleicht können wir vorne ins Auto rein. Da haben wir was, auf der anderen Seite. Warte, ich will erst das Bild sehen. Ich glaube, wir müssen das Auto da reinfahren lassen oder irgend sowas. Ja. Genau das habe ich vor. Das sah so aus, als wollte er mit den Autos... Ah, einfach Licht. Oder das. Ah ja, genau, mit dem Licht kann man die verschwinden lassen. Das sind so kleine Hinweise, die Zeichnungen von dem. Zumindest das hier jetzt war eben gerade ein Hinweis. Was haben wir hier? Da saß er ja vorhin. Eine Aufziehmaus. Und hier? Leiche eines Jungen im Garten vergraben. Im Zuge der laufenden Untersuchungen hat die Polizei die Leiche von Theodore Dowell gefunden. Der Sohn des bekannten Psychologen wurde von Gärtner Edward S. ermordet und dann im Garten, Gewächshaus auf dem Grundstück begraben. Die Frage ist der Edward wirklich der Mörder? Nur weil der so psychische Probleme ein bisschen hatte? Ja, das kann schon sein, ne? Ja, aber wofür brauchen wir denn jetzt das Klebeband? Ah, das haben wir wahrscheinlich für das Auto gebraucht. Damit das Licht am... Ah, ich weiß es auch nicht. So, wir haben den Garten überstanden. Das, meine lieben Freunde, ist aber auch leider schon der Punkt, an dem ich den Part beenden muss. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja,
smash den Like-Button oder schreibt mir ein nettes Kommentar. Und falls ihr auch noch geile Spieleideen hättet, die nur so 2, 3, 4 Parts lang gehen, könnt ihr mir das gerne in die Kommentare reinhauen. Dann gucke ich mir das Spiel mal an. Vielleicht ist das ja was. Und ansonsten würde ich sagen, Leute, vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Habt einen schönen Abend, euer Nier und ciao.